vor Christus brachten die Griechen den Bronzeguss zu einer Vollendung, die nie zuvor erreicht worden war. Ich habe sie nicht mit tausender griechischer Namen bombardiert, aber ich möchte bitte, dass Sie sich zwei der wichtigsten Vertreter merken. Erstens Polyklet aus Argos, dessen berühmte Skulpturen aus Bronze waren, und Praxiteles aus Athen, dessen berühmte Skulpturen aus Marmor waren. Im Mittelalter herrschte ein akuter Mangel an geeigneten Metallwaffen, was dazu führte, dass die meisten griechischen Bronzen eingeschmolzen waren. Die in unserem Museum stehen, haben überlebt, weil sie entweder auf See verloren gingen oder eingegraben wurden. Und erst nach hunderte von Jahren wieder entdeckt wurden. Nun komme ich zu den Römern. Hier sind für Kunst begann mit der Eroberung griechischer Städte und der Plünderung tausender griechischer Skulpturen. Zwei Jahrhunderte vor und nach Augustus ließen sich viele griechische Bildhauer in Rom nieder, der einzigen Stadt, deren Wohlstand ihnen Gelegenheit bot, ihre Kunst auszuüben. Das Verlangen der wohlhabenden Römer zu sammeln und zu horten, war offenbar unersättlich. Und so wurden, als der Vorrat an Originalen erschöpft war, Kopien angefertigt. Auch wenn somit die meisten wertvollen Originale verschollen waren, wurden sie dennoch in ihrer Kopie bewahrt. Abschließend möchte ich die entscheidenden Punkte meines Vortrages zusammenfassen. Vielleicht wollen Sie sich Notizen machen. Das ist das bedeutendste Stück unserer antiken Sammlung. Eine echte römische Statue aus dem 2. Jahrhundert, die hier in Österreich entdeckt worden ist. Punkt 1. Warum liegt der Fokus eines Vortrages über antike Plastiken auf Bronze? Bronze ist eine Legierung, die durch Zusammenschmelzen von Kupfer und Zink in unterschiedlichem Verhältnis entsteht. Bronze lässt sich leicht schmelzen und leicht bearbeiten. Bronze rostet nicht und nimmt eine glatte, glänzende Oberflächenbeschaffenheit an. Bronze enthält außerdem Spurenelemente, aber offen gestanden, wen interessiert das? Das ist alles ziemlich langweilig, wenn man nicht erkennt, was für sagenhaft schöne Dinge sich mit diesem Material anfertigen. Dieser Jüngling ist eine der schönsten und am besten erhaltensten römischen Statuen, die vor 500 Jahren entdeckt worden ist. Nicht in Italien, nein, sondern hier in Österreich. Entschuldigen Sie. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich sagte doch, dass ich Fragen am Ende meines Vortrages beantworten werde. Bitte. Na schön, aber nur eine. Danke. Was ist, wenn diese Statue, diese römische Statue, bloß eine Kopie eines griechischen Originals ist?
Sie haben nicht viel für Chemie übrig, stimmt's? Aber Herr Professor Dr. Stolzfuß. Stolzfuß. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Sie halten Spurenelemente in der Bronze für ziemlich langweilig. Habe ich das gesagt? Offen gestanden ging es in meinem Vortrag um die Geschichte und Schönheit antiker Bronzeplastiken. Nicht um Chemie. Ich habe Ihr Fachgebiet kaum erwähnt. Frau Dr. Opfermann, das Ganze ist doch kein Staatsgeheimnis. Ihr Museumsdirektor hatte mich beauftragt, dir das Statue anzuschauen. Anzuschauen? So ist es. Wir verfügen über hochmoderne Geräte. Wir haben neue chemische Verfahren entwickelt. Warum sollte uns das Museum nicht beauftragen, das vermeintliche Alter einer Statue zu überprüfen? Vermeintlich? Das ist keine Beleidigung. Wissen Sie, das Alter ist fast immer vermeintlich, bis der Nachweis erbracht wird. Und es sind Zweifel aufgetaucht, ob diese Skulptur tatsächlich in die antiken Sammlung gehört. Herr Professor Stolzfuß, ja. Wissen Sie eigentlich, was für eine Fülle an Beweisen ich in meiner jahrelangen Forschung zusammengetragen habe und in einem so dicken Buch veröffentlicht habe? Einem wissenschaftlichen Werk, das bereits nachgedruckt wurde? Von der Buchhandlung Ihres Museums, nicht vom Verlag. Haben Sie das Buch gelesen? Ja, aber ich habe zunächst ganz hinten angefangen. Ah, mit meinem letzten Kapitel. Mit dem Register. Dem Register. Mit dem Register, Frau Dr. Opfermann, wo ich die beiden Stichworte Nickel- und Spurenanalyse vergeblich gesucht habe. Aber jetzt wird mir natürlich klar, was mir gefehlt. Warum haben Sie nach diesen beiden Begriffen gesucht? Gute Frage. Weil römische Bronze einen sehr geringen Nickelanteil hat. Ich bin entzückt, das zu hören. Das wäre ich an Ihrer Stelle nicht, Frau Dr. Opfermann, denn... Und warum nicht? Ihre Statue hat sehr viel Nickel. Was eh typisch für Bronze aus der Renaissance ist. Sagen Sie das nochmal. Der Nickelanteil Ihrer Statue ist typisch für die... Und das haben Sie unserem Museumsdirektor gesagt? Natürlich. Bevor Sie zu mir gekommen sind. Er hat uns schließlich beauftragt, Ihre Statue zu untersuchen. Aber das Entscheidende ist, Frau Dr. Opfermann, ist der Nickelanteil. Sie behaupten also, dass unsere Statue nicht römisch sein kann, weil alle römischen Statuen ausnahmslos einen sehr geringen Nickelanteil aufweisen. Frau Dr. Opfermann, ich habe nicht gesagt, dass es keine Ausnahme gibt. Nein, aber ich sage nur, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist. Und deswegen bin ich hier, aus reiner Höflichkeit, um Ihnen mitzuteilen, welche zusätzlichen chemischen Untersuchungen wir durchgeführt haben, um unsere Vermutung zu beweisen. Vermutung? Ja. Sie stellen also nur Vermutungen an? Nicht ganz, Frau Dr. Opfermann, denn wir haben zusätzliche chemische Untersuchungen durchgeführt. Nichtsdestotrotz basieren alle Ihre Untersuchungen auf Ihrer Vermutung. Sie gingen davon aus, dass die Statue aus der Renaissance stammt, dass meine ganzen Beweise in dem Buch alle 345 Seiten totaler Quatsch sind. Totaler Quatsch würde ich nicht sagen. Sie halten sich sklavisch an die Regeln der Chemie, die Sie als Student gelernt haben. An Lehren, die Sie jetzt an Ihre Studenten weitergeben, die jetzt wiederum Ihren Studenten diesen ganzen sterilen Mist beibringen. Mist? Diesen ganzen sterilen, alten Mist, der von verbohrten Kunstbanausen propagiert wird. Mist. Den jeder Sinn von Schönheit abgeht. Die dem Korpus der Kunst jegliche Spur von Ästhetik aus den Eingeweiden reißen. Die keine Notiz nehmen von unserem subtilen Studium des Stils, der Form, der Patina, der konnotativen Attribute. Aber ich werde diesen Ballon selbstgerechter, aufgeblasener, nassforscher Arroganz platzen lassen. Frau Dr. Leitner-Offermann, diese Worte werden Sie ganz schön bereuen. Ich muss mich korrigieren.
arrogant, sondern präpotentes Macho-Gehabe. Den exquisiten Wein ästhetischer Sensibilität in Essig zu verwandeln. Das ist mal wieder typisch für die Herren Chemiker. Und warum erkennen Sie die Bedeutung von visueller Schönheit nicht an? Das ist wohl ein Wort, das in Ihrem naturwissenschaftlichen Vokabular faktisch gar nicht existiert. Frau Dr. Opfermann. Schönheit ist im Grunde belanglos. Und Ihre Statue ist auch belanglos. Und was ist von Belang? Die Wahrheit. Erbärmlich. Was ist dann mit der Kunst? Definieren Sie Kunst, Frau Dr. Opfermann. Ein Abbild aus dem Spiegel des Lebens. Kunst ist nie notwendig. Aber sie ist unerlässlich. Kennen Sie Klee? Ich bin Chemiker, kein Botaniker. Paul Klee. Ach so, Paul Klee. Sie haben also schon von ihm gehört. Oh, noch eine Beleidigung, Frau Dr. Opfermann, und ich gehe es. Also, wie gefällt Ihnen Klee? Ist das von irgendeiner Relevanz? Durchaus. Durchaus. Klee sagte nämlich einmal zu einem Chemiker... Zu einem Chemiker? Zu was denn für einem Chemiker? Zu einem Analytiker, zu einem Organiker, zu einem physikalischen Chemiker oder zu einem Koch, den er zufällig mit einem Chemiker verwechselt hat?
Zu einem berühmten Chemiker. Karl Gerassi. Ein Nobelpreisträger, der Künstlern gerne Vorträge über seine wissenschaftliche Farbenlehre gibt. Ich weiß schon. Sie meinen Wilhelm Ostwald. Ja, so ist es. Und was sagte Klee zu Ostwald? Etwa Folgendes. Eure wissenschaftlichen Vorstellungen legen uns Künstlern nur Fesseln an. Sie leugnen den Reichtum der Seele. Nein, danke. Ohne mich. Nun, was gut genug ist für Paul Klee, das ist sicherlich auch gut genug für mich. Jetzt reicht's. Ich habe gerade sehr kollegial mit Ihnen... Ja, kollegial! Ja, ich wollte Ihnen gerade erklären, wie die zu diesem Ergebnis... Ach, Sie glauben, dass ich eine... Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, ob Gretchen nichts übrig haben für Spurenelemente in der Bronze. Sie sind doch eine Expertin aus einem Gebiet der Thermolumineszenz und Elektronenmikroskopie, deren Möglichkeiten Gretchen... Ja, Gretchen! Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Wissen Sie was? Lesen Sie doch selbst! Lesen Sie selbst! Nicht zu lesen! Dann lesen Sie nicht! Dann warten Sie, bis wir das Ganze veröffentlicht haben und die Karte ist so richtig schön am Dampfen ist. Sie wollen das veröffentlichen. Sie leugnen den Reichtum der Seele. Nein, danke. Schön, nicht? So, wir werden unseren Bericht umschreiben. Vergessen Sie die wissenschaftlichen Feinheiten. Das war einmal, als ich noch kollegial war, als ich bereit war, noch was gemeinsam mit dieser Dame zu veröffentlichen. Aber nach diesem Schwall von Beleidigung, tut mir leid, ist Kollegialität, Kollegialität das letzte, woran ich gerade denke. Wissen Sie was? Jetzt herrscht. Waren Sie jemals verliebt? Ich meine, wirklich verliebt. Ich lebe seit Jahren mit Julian. Aber statt ihn als selbstverständlich zu betrachten, schlimmer noch, mich nicht mehr für ihn zu interessieren, übte auf mich ständig wachsende Faszination aus. Wenn ich glaubte, jeden Millimeter seines Körpers erforscht zu haben, konnte es sein, dass plötzlich mitten in der Nacht mir schlagartig ein fehlendes Detail auftrat. Zum Beispiel den Zwischenraum zwischen seiner großen Zehe und ein Unterschied besteht. Haben Sie jemals Ihren Finger zwischen die Zehen eines Mannes gleiten lassen? Wissen Sie, wie Sie mich genannt haben? Wissen Sie, wie Sie mich genannt haben? Diese Arrogante, diese Weitle, diese Hochperson. Wissen Sie, wie Sie mich genannt haben? Ein Präsident. Werden die wissenschaftlichen Fakten nicht unter den Tisch fallen lassen, ja? Werden sie einfach ein bisschen herunterspielen, dass jeder, der diesen Bericht liest, auf Anhieb merkt, dass es überhaupt gar keine raffinierten wissenschaftlichen Methoden bedurfte, um überhaupt zu kapieren, wie sehr sich die Herrschaften geirrt haben.
gesunder Menschenverstand, unbelegt von diesem ganzen Kunsthistoriker-Scheiß. Präpotenter Macho. Also, ich bin der Puppe. Ausgerechnet sehen wir auf den ganzen 345 Seiten ihres Buches mit keinem einzigen Wort seinen Penis erwähnt. Jawohl, im ganzen Register bin ich ein einziges Mal Fallus. Und ich bin der präpotente Macho. Wissen Sie, wie groß er ist? 1,835 Meter. Die Breite seines Kopfes 20,5 Zentimeter. Die Länge seines Gesichtes 16,8 Zentimeter. Der Abstand zwischen Haaransatz und Nase 4,8 Zentimeter. Länge der Nase 6,2 Zentimeter. Zwischen Nase und Kinn 4,8 Zentimeter. Lichte Weite der Augen 3,8. Augenabstand. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich nur die Maße seines Gesichts kenne. Schulterbreite 47,4 Zentimeter. Der Abstand zwischen Adamsapfel und Narbe 41,4 Zentimeter. Der Abstand zwischen den Brustwarzen 38,3 Zentimeter. Länge der Schenkel 57 Zentimeter. Frau Dr. Opfermann, wissen Sie, Sie haben etwas vergessen. Was denn? Na, sein Penis. Was ist damit? Ziemlich klein. Es geht hier um Schönheit, um Ästhetik, um konzeptuelle Kohärenz. Wie viele Synonyme für den Penis des Mannes kennen Sie, Frau Dr. Leitner? Na, wie viele Synonyme für den Penis kennen Sie? Das ist doch albern. Na, fangen wir doch mal an. Latte, Gurke, Ständer, Kolben, Wurst, Nudel oder Fleischpeitsche. Und was mit Französisch? Instrument consulatif oder Lance d'amour? Wie ist die korrekte anatomische Bezeichnung im Französischen? Keine Ahnung. La Vache. La Vache, warum ist der Penis auf Französisch La und nicht Le? Französischer Eigensinn? Vielleicht spiegelt es aber auch den platonischen Begriff des Androgynen wider. Dem Glied des Mannes grammatikalisch das weibliche Geschlecht zu geben, weil es ihn mit der Frau verbindet und umgekehrt. Schließlich heißt bei Ihnen ja auch die Vagina Le Vagin. Außerdem habe ich den Phallus absichtlich ausgelassen, wie die meisten seriösen Kunsthistoriker. Und warum? Warum? Sie beschäftigen sich doch so akribisch mit jedem Fitzelchen seines Körpers, warum der Penis ausgeht. Warum müssen Naturwissenschaftler immer alles benennen? Oder beschreiben? Oder bis auf die drittletzte Stelle hinterm Komma vermessen? Eine explizite oder allzu genaue Beschreibung kann die zarte, partizipatorische, kreative Erfahrung zerstören, die sich einstellt, wenn man etwas Schönes betrachtet. Ein Attribut nicht zu erwähnen, kann dessen Bedeutung auch unterstreichen. Schlussfolgerungen gelangen und das schon wenige Sekunden nach dem ersten
kann in die Irre führen. Was, wenn diese Statue wirklich nicht römisch ist? Wo ist dann das Original? Diplomatische Mission. Yes, mit einem Friedensvertrag? Ich dachte, Friedensverträge werden erst nach einem Waffenstillstand abgeschlossen. Legen wir die Karten offen auf den Tisch. Bitte. Ihre Fälschung war unfair. Okay, aber die Thermolumineszenzwerte, ja, die waren nicht gefälscht. Die Analyse der Spiele. Ja, der Phallus?
Ich habe Sie ganz im Stillen darauf aufmerksam gemacht. Ich habe Sie nicht in der Öffentlichkeit losgeschickt. Obwohl Sie mich hinreichend provoziert hätten, Frau Doktor. Die Art, wie Sie in mein Büro marschiert gekommen sind, der Naturwissenschaftler ähnlich dem Großinquisitor des 16. Jahrhunderts. Natürlich hat mich die Patina beschäftigt. Es war ziemlich unwahrscheinlich, dass die Beschaffenheit des Erdreichs, in dem die Statue gelagert war, die Bronze über 1000 Jahre lang unbeschädigt gelassen hat. Deswegen hatte ich auch damals, als ich mein Buch schrieb, eine andere Hypothese. Und zwar? Ja, dass die 1502 entdeckte Statue nicht die Statue ist, die in unserem Museum steht. Aber ich habe nichts davon erwähnt. Warum nicht? Ich wollte nicht prahlen. Ich konnte nicht beweisen, dass das Original weggebracht worden ist und ich habe mir nicht die Zeit genommen, nach unanfechtbaren Beweisen zu forschen. Wir sind uns also einig, dass die Statue nicht das römische Original sein kann. Was hat das für eine Auswirkung auf den Wert der Statue? Welchen Wert? Den visuell-ästhetischen? Den rein finanziellen oder den kunsthistorischen? Alle drei zusammen. Der visuell-ästhetische bleibt gleich. Der finanzielle, da sollen sich die Kunsthändler Gedanken drüber machen. Schließlich haben wir unsere Statue nicht käuflich erworben. Und kunsthistorisch. Natürlich ist in unserem Museum alles chronologisch angeordnet, so steht sie jetzt völlig fehl am Platz. Aber ich als Leiterin der Antikensammlung werde nicht zulassen, dass sie umpositioniert wird. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Wenn eine Statue eine Fälschung ist, dann wird sie entfernt, aber wir haben es hier nicht mit einer Fälschung zu tun, sondern mit einem hervorragenden Kunstwerk, was nur zufällig jünger ist.